Schwerttanz ist auch episch. Auf jeden Fall. Geil, Stoludio macht Sonntag und ich habe gerade mein Hydropi mit Feuerrad ausgepackt. Das ist nice. So, was haben wir denn hier? Lol, der der Gegner hier hat einen Milotic, ich glaub's nicht. Mit Laubklinge, ja klar! Schön für dich. Hör halt auf, ey! Alter, Stolunio hat aber insane Verteidigungswerte, kriegt das fast nicht down. Ja, Armstoß. Milotic mit Armstoß, bitte, wie soll das denn gehen? Das hat nicht mal Arme. Milotic hat keine Arme. Vielleicht mit seiner Flosse irgendwie so. Sidra. Bezirzer? Was ist denn Bezirzer? Ach, sag mal schnell. Verdammt, weiß ich jetzt nicht, komme ich nicht drauf. Verdammt! Ja, Bezirzer ist, glaube ich, irgendwas mit... Lol, mit Erdbeben, die Ratte! Irgendwas wie Rauch, glaube ich, mit Item Clown. Irgendwie sowas war das. Für meinen Gengar, ich weiß es nicht. Oh, Alter, Level Up für Hydropi. Komm, Simsala, das Sidraking kriegst du down. Karpilz. Das ist Käfer, oder? Käferkampf. Daran merkt man echt, dass ich fast nie die dritte Gen gespielt habe. Kein Problem, kann ich dir jeden Typ sagen, du. Ach, das hier, Karpilz. Jawohl, Simsala hat's geschafft. Und zack, Level 11. Oh, er macht Horrorblick. Oh, jetzt habe ich Angst. Solltest du auch. Alter, Gengar mit Pilzspur und Icy ist völlig übertrieben. Auf jeden Fall, das glaube ich dir. Mein Early-Schaden ist so hoch. Oh, ich bin jetzt auch von den Leveln her ganz gut. Kindwurm 10, oh. Simsala 11. Ja, Gengar 8, Hydropi 13 und Aero natürlich ist auf 5 kleben geblieben, weil ich keine AP mehr für die Attacke habe und er nicht mehr kämpfen kann. Komm, hör auf, das ist nicht dein Ernst. Das Groink ist ja wohl ein Scherz, ey. Dornkanone. Schon wieder 2 Level, Alter. Gengar war... Braucht Gengar so wenig ab? Erfahrung oder was ist mit dem? Ja, so wie Simsala. Simsala rennt hier auch so durch. Überreste! LOL! Was können wir? Geil! Geben! Liegt hier einfach auf dem Weg rum! Da hat er Überreste gefunden, ich glaub's nicht. Überreste! Nehmig! Komm, gib her. Ich nehme. Schön. Das ist nicht unfair, Leute. Da hat er Überreste gefunden. So geil und ein Ewigstein. Ewigstein ist auch nice. Aber Überreste, das ist top. Das ist. Ich dachte auch gerade, ob ich mich verlesen habe erst, aber nein. Bessere Seite kannst du gar nicht finden, ey. Also gerade im Early ist das, also gerade im frühen Spiel ist das super stark. Im Späten auch. Wie viel heilt das? Kommt immer drauf an. Metagross. Oh! Dein Ernst? Wild? Nee, hier beim Trainer. Oh Gott, viel Spaß. Viel schlimmer. Viel Spaß. Welchen Level? Aber noch die Vollentwicklung. Aber ich habe Hydropi mit Überreste. Nichts kann mir was anhaben. Okay, das stimmt. Den kriegst du relativ schnell down eigentlich. Flammenrad? Oh, Wutanfall! Genau! Oh, Alter, halb down. Halb down. Aber wenn er nochmal Wutanfall macht, überlebe ich das nicht. Nein! Hydropi, nein! Warum kann das Porenta hier Blizzard? Aerodactyl! Jetzt muss das retten. Ich hab noch dreifach Kick, ich hab noch genau zweimal dreifach Kick. Er macht schon wieder einen Wutanfall. Das Kotzen, Alter! Zack, 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 Alter, der macht ihm ja gar keinen Schaden. Ich dachte, das ist ein Stahl-Pokémon. Stahl-Psycho. Ach, wegen Psycho, alles klar. Metagross ist verwirrt. Setzt Umklammerung ein. Lol. Er scheint sehr verwirrt zu sein, wenn es das macht. Dreifach Kick. Und bitte, wenn er sich jetzt auch einmal selber verletzt, hab ich keine Attacken mehr übrig. Ja, mach's Verzweifler. Metagross ist nicht mehr verwirrt, macht Umklammerung. Wenn ich jetzt Verzweifler mache... Ach, schon wieder eine... Oh nein, nein! Das gibt's doch nicht. Jetzt sind beide gestorben, ich krieg keine Erfahrung für das Metagross, gar keine. Damn. Alter, das... Hast du, oder warst du im Vertania Wald auch rechts ganz oben? Da ist ja auch noch so ein... Da bin ich gerade, so. Das ist der Trainer gerade gewesen, der das hatte. Ach, der hat bei mir gerade... Oh Mann, ist das bitter, Metagross habe ich jetzt... Umsonst geklatscht. Keine Erfahrung für niemanden. Das ist bitter. Das ist richtig scheiße, Alter. Das wären 3 oder 4 Level für Aerodactyl gewesen. Das war nämlich noch ein Level höher. Hm. Oh, schade. Hätte so schön sein können. Aber es hat nicht sollen sein. Ein Nidoqueen. Na gut. Nidoqueen. Oh, ich schwöre gleich, gib Rocko die Hyperstrahl als TM. Dann krieg ich erstmal Aerodactyl. Nice. Das wäre cool. Also der sagt dir immer... Du erhältst jetzt TM Geduld, aber du bekommst eine andere TM. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, beim anderen Randomizer haben sie sogar gesagt, das ist eine andere TM. Muss mal gucken, wie es hier ist. Okay. Noch ein wildes Scherox. Nein, dich wollen wir nicht. Oh, Scherox ist nice. Nee, nicht in der dritten Gen.
Das ist erst später nice. Ich beurteile Pokémon auch sehr nach ihrem Aussehen. Ja, das ist auch leider so. Oh, ein Meganie, wo wir gerade beim Aussehen sind. Guck mal, da ist Salat. Das einzige Pokémon, das scheiße aussieht und scheiße ist. Guck mal, Salat. Oh, ist verwirrt. Das wollte gerade Steinwurf machen. Ist das ein Trainer? Weißt du, was Pokémon sich entwickelt? Ach nee, laber nicht. Lol, das Meganie kann Meditation. Was? Lavados? Als ob! Pilzspore drauf. Jetzt habe ich nicht geguckt. Pichu. Ich denke jedes Mal, ich verlese mich. Lol, das Pichu hat Wutanfall gemacht. Nur mal als kleinen Hinweis, wenn hier zum Beispiel, wenn du das Metagross siehst und das Wutanfall kann, dann kann hier jedes Metagross Wutanfall. Die Attacken bleiben nämlich da gleich. Achso, das habe ich schon mitgekriegt. Ja. Pilzspore. Simsala 14, Alter, wie der abgeht, ey. Ich treffe das Lavados leider nicht mit Felsgrab. So, jetzt aber. Boah, Alter, fast down mit einem Treffer. Ach du scheiß Gräunk mit deiner... Nee, komm, dann fliehe ich. Das dauert mir zu lange. Ich muss was aufholen. Der Ryu ist mir voraus. Alter, 325 Erfahrung. Top-Elixier, Mann, geil. Knuddeluff. Knuddel. Knuddel. Immer noch ein Latias. Der Latias ist Flugpsycho, ne? Der funktioniert halt ja leider nicht. Knochenmerang hat keine Rücken auf der Tür. Easy. Knochenmerang. Daunenreigen. Oh fuck. Oh, das ist nicht verkehrt. Ein Kusilla mit. Ah, oder du bist vernarrt von Scharenbolzen. Der Idiot. Ja, aber okay, mein, Oh Mann, der, Down. Der macht schon wieder einen Down-Reigen. Das ist nicht gut, ey. Ich habe auch gerade Probleme. Hör auf, verliebt zu seiner Aerodactyl, du bist eine Maschine! So, Seus gut. Nein, ich verliere gerade gegen ein Kusilla. Was? Ja, das macht die ganze Zeit Flammenwurf und... Aerodactyl lernt Himmelzieb. Was lernt? Was Level 8. Himmelzieb auf Level 8. Himmelzieb. Das ist ein physischer Angriff, das ist nicht schlecht auf Aerodactyl. Der lernt bis jetzt nur Kampfattacken. Und ist so Kanogeneso. Das wäre auch geil, wenn einer Genesung könnte. So, ich bin raus aus dem Britannia-Wald. Oh, ich noch nicht. Heißt aber nichts. Aber mir ist alles tot, ey. Schnell. Milchsperre von Isso-Gegner verhindert. Nein. Haha. ich habe mal Aerodactyl, das nur Kampfattacken kann. Mit einem Isso, das Genesung kann. Ja, viel Spaß. Das hat keine Weile dauern. Situation, liebe Leute, die ganze Folge wird jetzt... Ach Gottchen, ein wildes Mew auf Level 3. Ui. Ah, ist so entfacht ein Wirbelwind. Das ist aber nett von ihm. Ist aber nichts passiert. Kommt in der nächsten Runde. Klingensturm. Ist nicht sehr effektiv. Boah, Alter. Hier läuft gerade in... fast down, jetzt macht er Genesung. Meteorologe, Elekid, wie geil ist das denn? Treff doch, Mann! Mist, Elekid lässt sich... Das hätte jetzt sein können, Alter, wenn er jetzt Genesung macht. Nee, der macht weiter Wirbelwind. Bam, bam, weg. Alter, Mann, ist das ätzend hier. 66 Erfahrung für das Scheiß. Ich habe nicht mal ein Level up bekommen. Was ist das hier? Das beschiss. Hex, I call Hex. Hex. Oh, ein Evoli! Oh. Ich würde mir Nachtara fangen, wenn ich einen sehe. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist so eine Wall. Nachtara ist ein super Pokémon, ey. Flirme. Oh, ein wildes Ballreiser. Oh. Der, nice. Also der Vertania-Wald war bis jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Flummel und Evoli habe ich hier gesehen. Ja, bei mir war Latias und solche Viecher. Fuck. Ja, da fand ich einen Regirock auf der ersten Route. Das stimmt. Und ich ein Mew hier auf der nächsten. Lol, dann habe ich bestimmt Mewtwo. Alter, Instant Fuck. Und wenn ich mit Safe-State arbeiten muss. Was? Nein. Ich will jetzt. Ja, ja, ja. Ich lasse hier nicht Mewtwo an mir vorbeilaufen. ich flüchte auch gerade vor dem Mew. Heilt, oder? Hä? Mondschein ist so eine Attacke, die heilt, oder? Ja, Mondschein heilt. Hängt auch von der Tageszeit ab. Windig charmant, um
gehaltenes Item des Gegners. Das ist Bezirzer. Ja, kannst du knicken. Mondschein. Jetzt habe ich einen Gänger, das ich heilen kann. Das ist episch. Nice. Das ist episch. Ein Gänger, was ich heilen kann. Alter, Gänger ist nämlich 13 oder 72 AP schon. Mein Simsala ist auf 14, glaube ich, oder? Ja, hat aber nur 57. Geh mal zu Rocco. Mal gucken, was der so kann. Der wird mich auseinandernehmen. Von den Leveln her ist er noch zu hoch. Aber sein trauter Freund hier vorne, der ist auch noch da. Ein Fluffeluff. Tot. Ah, so ein Flora. Mann. Lol, ein Capoeira. Ich möchte gerne was als Gegner haben, was ein bisschen OP ist. Das wäre geil. Komm, 41 EP, komm, da ist nicht mal die Attacke wert. Scheiße. Das Capoeira kann Fuchtler, das haut natürlich ordentlich rein. Gegen meinen Sim, gegen meinen Simserver. Gefahr durch Zufall? Ist das das Motto von dem LP? Oh. Jetzt weiß ich auch schon, wie ich die erste Folge bin. Scheiße, ich hab mein Handy hier nicht liegen. Fällt mir gerade mal auf. Was willst du denn wissen? Weil meine Freundin abgeholt werden möchte. Achso, das ist schlecht. Das. Ich versprochen habe. Das? Jetzt kann ich nur beten, dass sie nicht früher Feierabend hat. Ah, läuft die halt. Bleib stehen, Kind, es dauert auch nicht Jahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Der hat einen Fluffluff und einen Capoeira gehabt. Sagt ein Pfadfinder, ein Knickerbocker. Vibrava hat der. Oh. Das ist ein Drachenpoke, oder? Ein Drachenbode. Boden. Da kriegt er jetzt ein Icy ins Gesicht. Bam. Soll. Oh, ein KP hat er noch. Prügler. Oh. Hä, Sander? Da stand gerade Angriff von Gegner Sander. Ja, Prügler zählt Angriff für jedes Poke, was du im Team hast. Rocco hat ein Flamly. Das wollte ich nicht, Rocco, aber du hast Lol, mach den Megasauger. Was im Lappen. Verdammt. Hier komm, Icy. Gold, da war doch nicht so viel Schaden mit deinem blöden. Das heißt, dieser Typ hat jetzt auch hier einen Sander. Lol, er hat einen Sander. Haben, ja. Du bist so langweilig, Junge. Du hast sogar beim Randomizer die gleichen Pokémon. Warten Lappen. Flamly ist verwirrt und tötet mein Kindwurm. Das ist so uncool. Oh, das ist kein Schnapper. Der Schnapper. Simsala, Aqua-Knarre auf dieses Flamly. Oh oh. Gengar erreicht Level 14. Spieler besiegt Camper Georg. Der kommt bestimmt aus Georgien. Okay. Rocco hat hier äußerste Noob-Pokes, aber die hauen mich trotzdem kaputt. Okay, weil die dafür OP-Attacken. Oh ja. Alter, da habe ich gar keine Chance gegen. Nein! Das habe ich verloren, ja. Der ruppt mich auseinander. Der ruppt dich auseinander. Ja, der hat ein Flamly und ein Porenta und das Porenta kann Knirscher. Läuft bei dir. Obwohl, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen mit Simsala. Sind seine Rollentausch. Ey, das lernt er im Originalspiel auch, das ist ja unfair. So, ich habe nur noch 38 Pokédollar, jetzt ist es nicht schlimm, wenn ich auf den Sack kriege. Ich hab gewonnen! Laber nicht! Ja, und was kriege ich? TM39? Was ist es? Felsgrab. Was? Felsgrab? Da brauchen wir gleich. Ist das wirklich Felsgrab? Nee, es ist Kugelsaat. Bei dir. Okay, der sagt dann zwar, es ist das, aber es ist auch mit Kugelsaat. So, ich bin jetzt mal gespannt. Rocco, Flamly, der hat bei mir auch ein Flamly. WTF. Pilzspore. Ich habe nichts, was Wasser machen kann. Mal gucken, was dein zweites Poke ist. Da muss ich das safe runterspielen. Felsgrab. Ich habe ja Felsgrab und Mondschein, das dürfte easy sein. Jo, das würde mir lieber mit Felsgrab fast ein One-Hit. Nice. Und das schläft sogar noch. Easy. Okay, wir holen mal. Also mein Gengar ist jetzt schon die absolute Killermaschine. Jo, sind sie da auch. 166. Als nächstes wird Brutalanda. Ich hab Icy, du Wichser, ich mach dich fertig. Lol. Ah, weißt du was, ich hab ein Flamly jetzt hier mein zweites Pokémon. Brutalanda. Alter, übertreiber, ey. Bei mir war's ein Porenta, ey. Bildspore? Wie krass. Nachspiel? Oh, ja, okay, passt schon. Ich möchte, dass der Gegner ein Nachspiel erleidet. Pilzspore, Brutalanda schläft. So. Jetzt, liebe Kinder, benutzen wir unseren Eis. Er hätte aber gucken können, was er so drauf hat. Nein! Genau. Ich will das gar nicht wissen! Ja, wahrscheinlich nur so eine Noob. Weg! Nein, der steht noch! Aber er schläft. Mutterlander ist aufgewacht! Mach Kratzer. Was macht er? Nachspiel schon wieder. So. Glück gehabt.
Alle machen ein Nachspiel.